Vor wenigen Minuten hat die Queen dem Rücktritt von Prinz Harry und seiner Meghan aus der royalen Family und ihren Ämtern erlaubt, sozusagen, mit einem Statement, das wie folgt lautet. Today my family had a very constructive discussion on the future of my grandson and his family. My family and I are entirely supportive of Harry and Meghan's desire to create a new life as a young family. Although we would have preferred them to remain full-time working members of the royal family, we respect and understand their wish to live a more independent life as a family while remaining a valued part of my family. Harry and Meghan have made it clear that they do not want to be reliant on public funds in their new lives. It has therefore been agreed that there will be a period of transition in which the Sussex will spend time in Canada and the UK. These are complex matters for my family to resolve, and there is some more work to be done. But I have asked for a final decision to be reached in the coming days. Die Queen sagt also, es ist in Ordnung, wenn Prinz Harry mit seiner Meghan und dem kleinen Sohn Archie demnächst ein Leben in Nordamerika führt, in Kanada, um genau zu sein. Und trotzdem bleiben sie ein Teil der Familie. Das war jetzt eine lange Diskussion vorab in der Öffentlichkeit, die wir jetzt heute auf jeden Fall noch ein bisschen ausweiten wollen. Und damit herzlich willkommen zu Bild Live. Mein Name ist Nele Würzbach und mit mir heute im Studio meine Kollegin Janina Kirsch. Hallo Nele. Das Statement ist jetzt eine Minute vor der Sendung sozusagen gekommen. Genau. Wurde also noch gar nicht richtig analysiert, aber um das mal kurz zu übersetzen, sagt sie jetzt, es ist in Ordnung, sie versteht es, dass sie ein privateres Leben führen wollen und vor allem wichtig wahrscheinlich für viele Steuerzahler in England, sie möchten nichts mehr von den Geldern bekommen, die bisher aus Steuergeldern an die Royalfamilie gegangen ist. Das ist jetzt natürlich, also ist das etwas, mit dem wir gerechnet haben, dass die Queen so entspannt wirkt? Naja, also die Queen ist eine Diplomatin und das ist ja auch bekannt. Und ich habe schon damit gerechnet, dass sie in gewisser Weise bereit ist, eine Lösung zu finden. Man darf nicht vergessen, Harry ist ihr Enkelsohn. Er ist nicht nur Royal, sondern er ist auch ein Mensch. Und man macht sich in erster Linie natürlich auch um sein Wohlbefinden Sorge. Und deswegen kann ich diese Entscheidung verstehen und ich habe auch in gewisser Weise damit gerechnet. Wir haben aber eine Korrespondentin vor Ort in Sandringham, wo heute das große Krisentreffen zwischen der Queen, Harry, William und Prinz Charles stattgefunden hat. Und da wollen wir jetzt direkt hinschalten und hören, was da vor Ort so los ist. Monika Kennedy. Hallo und guten Abend aus Sandringham, wo heute das Krisentreffen zwischen der Queen und ihren Familienangehörigen stattgefunden hat. Monika, wo genau bist du jetzt gerade? Ich stehe jetzt sozusagen an dem Besucherzentrum und vor dem Haupteingang von Sandringham. Allerdings sind heute Morgen der Herzog von Edinburgh, also Prinz Philip, durch ein anderes Tor herausgefahren und ich habe ihn gesehen, wie er in einem chauffierten Auto mir entgegenkam. Und Prinz Harry ist etwa 10 Minuten vorher, das war kurz nach 11 Uhr hiesiger Zeit, also kurz nach Mittag deutscher Zeit, ist Prinz Harry an einem anderen Ausgang gesehen worden, wie er reingefahren ist, oder in diesem Fall einem Eingang, und wie er reingefahren ist zu dem Treffen. Das Treffen selber wird wahrscheinlich erst kurz nach Mittag losgegangen sein und hat dann etwa bis um kurz nach 16 Uhr gedauert. Nämlich da haben wir dann Prinz William gesehen. Ich habe ihn gesehen, wie er das Sandringham House verlassen hat und aus einer Seitenstraße kam. In einem Range Rover fuhr er dann nach Hause, nach Anmer Hall. Monika, wie ist die Stimmung vor Ort? Reporter sind da, viele sicherlich. Beschreib doch einfach mal die Atmosphäre. Hinter mir sieht man das ja, glaube ich, ganz gut, dass dort wirklich ziemlich viele oder sogar sehr viele Reporter sind. Eigentlich die Medien der Welt waren heute hier und man sah immer wieder andere Kollegen, Fernsehen, Radio, Zeitungen. Alle waren hier, alle waren vor Ort und warteten darauf, was nun geschah. Und wie wir eben gehört haben und wie du ja erzählt hast, Janina, hat die, und Nele, du auch, hat die Queen ein Statement rausgegeben,
indem sie sagt, dass sie die Familie Sussex vollkommen unterstützt. Monika, was sagst du zu diesem Statement? Das Statement überrascht mich nicht wirklich, weil die Queen immer sehr, sehr unterstützend gewesen ist. Und die Queen, wie wir ja alle wissen, will ihre Familie zusammenhalten und sie will einfach nur Frieden. Das kann man ja von einer Frau, die 93 Jahre alt ist, auch verstehen. Sie ist in die Tradition, das ist ihre Tradition. Sie ist so viele lange Jahre, sitzt sie auf dem Thron und regiert dieses Land. Und sie möchte ihre Familie zusammenhalten und sie möchte für ihren Enkelsohn immer nur das Beste und für Meghan auch und für den kleinen Archie. Von daher überrascht mich dieses Statement nicht. Ich finde es sehr schön, ich finde es herzerwärmend, dass die Großmutter ihrem Enkelsohn und seiner Familie ihre Unterstützung zusagt. Sicherlich braucht das Ganze viel Zeit, um ausgehandelt zu werden, aber nichtsdestotrotz ist es eine schöne Sache, dass die Queen so aufrichtig und laut gesagt hat jetzt, ja, ich unterstütze die Familie. Monika, vielen Dank für diese Eindrücke aus Sandringham. Vielen, vielen Dank. Und bei uns okay. Jetzt mit im Studio unser Royal-Experte Alexander von Schönburg. Du hast jetzt das Statement natürlich auch gerade gehört. Es scheint keinen zu überraschen, aber es ist ja wirklich sehr nett geschrieben. Sie sagt, sie werden immer Teil meiner Familie bleiben. Es gibt also anscheinend doch nicht so einen großen Zwist, wie man dachte. Oder ist das jetzt alles nur Fassade? Was denkst du? Ich glaube, es werden die nächsten Tage und Wochen werden klären, wirklich in welche Richtung das geht. Also mein Eindruck erstens ist, ich finde, der erste Satz, es hat konstruktive Gespräche gegeben, klingt jetzt nicht nach großer Eintracht, ehrlich gesagt. Also wenn ich sage, es hat konstruktive Gespräche gegeben, dann könnten Iran und Amerika auch sagen, wir haben konstruktive Gespräche geführt. Und das heißt erstmal, dass da tiefe Fronten sind. Sonst würdest du die Wortwahl könnte durchaus freundlicher sein. Was mir auffällt übrigens bei dem Statement, dass es in einem fast legeren unhoheitlichen Ton gehalten ist. Also sie redet nicht über Harry und Meghan als the Dutch Duke and Duchess of Sussex, sondern sagt Harry und Meghan. Und da steckt natürlich auch eine versteckte Fußnote dahinter. Das heißt, offenbar ist die Frage zum Beispiel, ob sie ihre Titel behalten und ob sie den Status königliche Hoheit behalten, das scheint noch nicht ganz ausgehandelt zu sein. Es ist tatsächlich erstmal ein Sieg für die Königin insofern, als sie dort offenbar Zeit gewonnen hat. Es heißt eindeutig, dass es jetzt erstmal eine Übergangsperiode geben wird. In dieser Übergangsperiode werden die Details geklärt werden. Und das ist erstmal das, was für sie wichtig ist. Also ich sage jetzt mal zugespitzt, Großbritannien will aus der EU raus. Und seit 3 Jahren wissen wir nicht, wie so eine Übergangsperiode stattfinden wird. Die Königin braucht 2 Stunden und sie kriegt es hin, eine Übergangsperiode rauszuverhandeln. Sie scheint doch sie ist eine Art Superwoman, die das schon hinkriegt. Und sie hat auch eine gehörige Autorität in der Familie. Ich glaube, als Harry dort saß in dieser Bibliothek von Sandringham, ich glaube, ich wird... wird Harry mehrere Zentimeter erstmal geschrumpft sein, weil es immer einfacher ist, aus der sicheren Distanz per Instagram irgendwelche Sachen rauszuhauen. Wenn man dann der Großmutter und der Autorität der Familie gegenüber sitzt, dann ist man definitiv erstmal Hutgröße kleiner. Alexander, kann Harry seinen Titel überhaupt verlieren? Immerhin ist er ja als Prinz geboren. Gut, also er kann schon seinen royalen Status verlieren. Also theoretisch ist alles möglich. Selbstverständlich kannst du jemanden auch, wenn es zum absoluten Knall kommt, kannst du als Familienchef jedem Mitglied der Familie auch auch die Bezeichnung Royal Highness entziehen. Theoretisch ist das möglich. Aber natürlich, er ist als Prinz geboren, egal ob er dieses HRH, also dieses HRH vor seinem Namen hat, es wird nichts daran ändern, dass er als Prinz des Vereinigten Königreichs geboren ist. Das kann man ihm letztlich nicht nehmen. Und du hast gerade ja gesagt, es ist nicht einfach, der Queen gegenüber zu sitzen in dieser Bibliothek. Meghan hat sich also gleich dafür entschieden, gar nicht dabei zu sein, ist nach der Verkündung letzte Woche eigentlich direkt nach Kanada geflogen und wurde heute, wie man hört, nur per Telefon zugeschaltet. Ist das nochmal so cherry on top, dass sie jetzt nicht da ist? Erst wird es über Instagram verkündet und jetzt hat sie sich sozusagen einfach aus dem Staub gemacht. Glaubst du, das hat die Situation vor allem für die Queen jetzt noch verschlechtert? Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie zugeschaltet war oder ob Harry einfach Gelegenheit gegeben worden ist,
mit ihr kurz zu telefonieren oder eine Weile zu telefonieren. Ich halte es ehrlich gesagt für unwahrscheinlich, dass die Familie untereinander berät und dann sozusagen per Konferenzschaltung Meghan zugeschaltet wird. Das halte ich persönlich für unwahrscheinlich. Ich glaube eher, dass Harry ein paar Vorschläge gemacht worden sind und er dann Gelegenheit hatte, mit ihr darüber am Telefon zu beraten. Dazu wollen wir jetzt auf jeden Fall auch noch mal jemanden zuschalten, der die Queen so gut kennt wie kaum ein anderer. Das ist Dickie Arbeitend. Er ist ehemaliger Pressesprecher der Queen des Buckingham Palace gewesen und hat dementsprechend natürlich jahrelang sehr tiefe Einblicke in die Familie bekommen. Mr. Arbeiter, it's so nice, Arbeiter, I'm sorry that you're here now with us. So we sehr nett von Ihnen. Uns Informationen zu geben. Was glauben Sie über, was halten Sie von der Erklärung? Ist die Stimmung gut oder sind die Fronten verhärtet? Ich habe das Statement gelesen und darin ist sicher keine Enttäuschung zu lesen. Es tut ihr leid, dass sich Harry und Meghan abtrennen, aber sie versteht ihre Wünsche, sie ist pragmatisch, geht auf die Wünsche ein. Sie gibt ihnen das Okay, in Kanada und im Vereinigten Königreich zu leben. Das wird nicht sofort passieren. Es muss einiges geklärt werden. Sie sagt, dass der Übergang noch vereinbart werden muss und das wird dauern. Das wird nicht wochenlang dauern, aber es wird einige Diskussionen erfordern. Die müssen sich auf ein Vorgehen einigen. Die wesentlichen Punkte, über die viele Leute gesprochen haben, ist die Frage, inwiefern Steuerzahler für die Sicherheit der beiden zahlen müssen. Wird die britische Öffentlichkeit jetzt sympathischer eingestellt sein gegenüber den beiden? Sie haben gesagt, dass sie dieses Geld der Steuerzahler nicht wollen, aber sie werden Sicherheitsmaßnahmen benötigen. Sie sind Ziele, ob das nun der britische Steuerzahler sein wird, durch Scotland Yard oder die Kanadier, durch Herrn Trudeau, das wird sich zeigen, ob es ihnen gefällt oder nicht. Sie werden Sicherheit benötigen und das wird irgendwelche Steuerzahler kosten. Sie haben ja tiefe Einsichten in die königliche Familie. Was glauben Sie, spielt Prinz Charles, welche Rolle spielt er? Prinz Philipp, er ist alt, er ist gebrechlich, er wird sich dadurch im Stich gelassen fühlen und er hat seine Rolle in der UK-Armee an Harry weitergegeben und jetzt ist unklar, wie es damit weitergeht. Prinz Philip hat die Queen immer unterstützt in den 72 Jahren ihrer Ehe und er hat seine Pflichten erfüllt, fühlt sich jetzt aber im Stich gelassen und ist sehr wütend. Er war nicht bei dem Treffen dabei, aber er wird wissen, was läuft. Und er hat den Eindruck, dass sein Enkel ihn im Stich gelassen hat. Die Queen bezeichnet Harry und Meghan nicht mit ihren hoheitlichen Titeln. Die Marke Sussex Royal wollen sie aber registrieren lassen. Kann man diese Titel einfach aufkündigen? Das ist alles ein Teil der Übergangsphase.
die noch besprochen werden muss. Eine Gefahr des Abzugs von Harry und Meghan ist, dass sie sehr vorsichtig sein müssen, was sie machen, um Geld zu verdienen und dabei keinen Interessenkonflikt erzeugen. Sie können kommerzielle Unternehmungen starten, aber da müssen sie sehr vorsichtig sein und erkunden, was sie machen können, ohne dabei die Queen und die Familie in Verlegenheit zu bringen. Denn sie sind immer noch Mitglieder der königlichen Familie. Er ist immer noch der Enkel der Queen. Es gibt Regeln, an die er sich halten muss, ob es ihm gefällt oder nicht. What will happen with the two of them. So thank you very much for your Vielen time. Dank für Ihre Zeit. Dankeschön. Danke. Lass uns diesen Punkt Prinz Philip nochmal aufnehmen. Er ist nicht in der besten gesundheitlichen Verfassung, war erst im Krankenhaus, ist im Dezember entlassen worden, lebt seitdem ja in Sandringham in einem Cottage, hat das heute verlassen für dieses Gipfeltreffen. Er liebt Harry ja eigentlich. Die beiden haben meiner Meinung nach ein sehr inniges Verhältnis. Er soll jetzt sehr böse gewesen sein über Harrys Verhalten. Wie sehr belastet das möglicherweise Prinz Philip und vielleicht auch seine Gesundheit? Also ich glaube zunächst einmal, dass es Harrys Glück ist, dass Prinz Philip nicht dabei war. Ich bin überzeugt, dass Prinz Philip Gift und Galle spuckt und dass er, wenn er bei diesem Meeting dabei gewesen wäre, Gefahr bestanden hätte, dass er ihm an die Gurgel geht. Das ist das Einzige, was natürlich liebt Prinz Philip, Harry, aber was er vor allem liebt, ist Pflichterfüllung. Und man merkt bei Harry einfach ganz eindeutig, dass er, wie ich neulich mal geschrieben habe, he wants to have the cake and eat it. Mhm. Also er möchte gleichzeitig royaler Prinz bleiben, aber die Freiheit haben, mit Meghan zusammen eine amerikanische Celebrity zu werden und unabhängig zu sein. Beides geht nun mal nicht. Und das, was die Queen heute geschafft hat durch dieses Krisenmeeting, ist erstmal den Zeit zu gewinnen, sie dazu zu vergattern, dass erstmal die Beamten untereinander und ihre Sekretäre und Harry und Meghan und der Palast miteinander in Ruhe ausarbeiten, wie diese Trennung oder Halbtrennung vonstatten gehen soll. Grundsätzlich muss man sagen, die royale Familie hat sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit jemandem, der mit einem Fuß drin und mit anderem Fuß draußen ist. Ganz draußen zu sein, ist aber auch nicht ganz ohne Risiko. Also wenn die sich jetzt total lossagen, wie einige aus dem Freundeskreis von Meghan ihr schon angeblich einreden, unter dem Motto, du brauchst den Palast gar nicht, du bist viel größer alleine, komm nach Amerika, hier breiten wir den roten Teppich aus, du wirst halbe Million Euro im Jahr verdienen können und vergiss die Queen, du wirst jetzt eine American Queen sozusagen und wir bringen dich ganz groß raus. Da ist natürlich so eine Versuchung dahinter. Das könnte auch sehr gefährlich werden, weil die könnten sozusagen so einen Ersatz- oder Gegenhof dort etablieren, ein Hof, der moderner und nicht so verstockt wirkt und die könnten einfach so eine separate Marke aufbauen. Dass das nicht ganz ungefährlich ist, hat man am Beispiel Diana gemerkt. In dem Moment, wo sie sich komplett aus der Familie rausgezogen hat, ist sie plötzlich mit ziemlich unseriösen Waffenhändlern rumgezogen. Und Dodi Al-Fayed war ja nun wirklich nicht die seriöseste Adresse. Und Amerika ist voller solcher halbseidenen Gestalten, die natürlich darauf warten, die Meghan und Harry zu umgarnen. Das heißt, also egal, welche Lösung man jetzt findet, es wird heikel bleiben. Denn ich bin weiterhin davon überzeugt, dass es so halb drinnen und halb draußen geht es nicht. Denn letztlich ist es eine Frage der Kommandostruktur, um es mal militärisch zu sagen. Es muss klar sein, wer letztlich das Sagen hat. Kleines Beispiel, wenn ich jetzt zu meinem Chef gehe und sage, ich möchte jetzt eine Bild-Zeitung in Amerika machen, dann könnte er sagen, ja, mach das ruhig. Aber das letzte Sagen, was dort geschrieben wird, möchte ich schon gerne haben. Und wenn ich dann sage, ja, aber ich will mein vollkommen eigenes Ding haben, aber ich will das Logo Bild-Zeitung dafür benutzen, dann würde er mit Recht sagen, nein, 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 so geht das nicht. Wir müssen schon eine Struktur haben. Du darfst viel Freiheit haben, aber das letzte Sagen habe ich. Und darum geht es. Und ich fürchte, dass Meghan jemand ist, der sagt, na, ich will mich nicht reinreden lassen. Ich glaube, sie ist eine Person, die sich zutraut,
klüger, weiser und weitsichtiger zu sein als die Königin von England, die schon, ich weiß nicht, x Premierminister erlebt hat und seit Jahrzehnten dort regiert. Ich glaube, dass sie eine Person ist, die auch die falschen Einflüsterer hat. Ich halte sie persönlich für inzwischen eine gefährliche Person, ehrlich gesagt. Dabei hatte sie am Anfang die Herzen aller relativ schnell im Sturm erobert, nicht nur von Harry, sondern ganz England, also nicht ganz England, aber viele waren begeistert davon, ein bisschen neue Luft, frischer Wind. Und diese Love Story wollen wir uns jetzt nochmal zusammengefasst angucken. Im Sommer 2016 lernten sich Meghan Markle und Prinz Harry durch eine gemeinsame Freundin kennen. Sie, eine amerikanische Schauspielerin, er auf Platz 6 der britischen Thronfolge. Von Anfang an zwei ganz unterschiedliche Welten und trotzdem war es Liebe auf den ersten Blick. Fast 6 Monate lang nach dem Kennenlernen machten sie ihre Beziehung öffentlich. Seitdem wird Meghan genau beobachtet und kritisiert, wie sie sich verhält, was sie trägt. Immer wieder erhält sie sogar rassistische Beleidigungen. Aber das Paar kämpfte sich durch. Am 27. November 2017 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Der Ring ist gelb-gold, weil sie das sehr mag. Und der Stein selbst, den habe ich aus Botswana. Und die kleinen Diamanten stammen aus der Schmuckkollektion meiner Mutter. So weiß ich, dass sie bei uns ist. Auf unserer gemeinsamen, verrückten Reise. Der Ring ist wunderschön. Es ist unglaublich. Der erste Höhepunkt der Liebesgeschichte: die Traumhochzeit in der St. George's Kapelle auf Schloss Windsor. Der Prinz machte die Schauspielerin zur Herzogin von Sussex. Meghan ist jetzt offiziell Teil der britischen Königsfamilie. Sie strahlt. Und das, obwohl ihr Vater Thomas Markle sie nicht zum Altar führt. Knapp ein Jahr später scheint das Liebesglück vollkommen. Meghan bringt am 6. Mai 2019 in London das jüngste Royal Baby Archie zur Welt. We're just so thrilled to have our own little bundle of joy and be able to spend some precious times with him as he slowly starts to grow up. Das royale Leben wächst der Hollywood-Schönheit jedoch schnell über den Kopf. In der Doku Harry and Meghan – An African Journey spricht sie über ihre Qualen und wie sie unter dem medialen Druck leidet. So sehr, dass sie nun zusammen mit dem Prinzen aus diesem Leben fliehen will. So schön, so eine Bilderbuchgeschichte war es bis jetzt. Und jetzt endet das Ganze ganz schön im Chaos, wie es momentan aussieht. Mir zugeschaltet jetzt aus England vom britischen Mirror ist Russell Myers. Hello, nice to see you. Hello, we just heard about the statement of the Queen, and of course, die haben huge news die Erklärung der Queen natürlich gehört. Was halten Sie davon? Well, it's a huge, unprecedented statement. Also, das ist ein großes Statement. So was gab es zuvor noch nie. Die hat Harry und Meghan bei ihren Vornamen angesprochen. Das könnte ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass ihre königlichen Titel abgegeben werden. Das wird ein großes Thema hier im UK sein. Wie viel Geld werden sie haben, werden sie ausgeben für ihre Reisen? Was wird das für die Monarchie in Zukunft bedeuten? Die Queen hat ausgedrückt, dass sie will, dass die beiden feste Teile der königlichen Familie bleiben. Aber wie sie jetzt arbeiten werden, um dieses Ziel zu erreichen, muss erst noch geklärt werden. Die beiden haben gesagt, dass sie keine Steuergelder wollen. Wie gestaltet sich das, wie realistisch ist das? Sie sind ja immer Teile der königlichen Familie. Well, they seem to think it's a realistic proposition. Die glauben anscheinend, das sei ein realistischer Vorschlag. Sie wollen finanziell unabhängig sein, wissen aber nicht genau, was das bedeutet.
sieht so aus, dass das Geld, das sie von Prinz Charles bekommen, etwa 3 Millionen Euro pro Jahr, ist da und sie sind beide große weltweite Superstars. Ihre Verbindungen zur königlichen Familie könnten genutzt werden, um Hunderte von Millionen von Euros zu verdienen. Und sie haben neue wohltätige Organisationen, denen sie sich widmen werden. Werden wir sehen. Das Statement ist ja auch neu von den beiden, dass sie das Vereinigte Königreich verlassen wollen. Wie konnte Harry das tun? Die Spannungen sind immer noch sehr stark. So etwas gab es zuvor noch nicht. Das ist ein historischer Moment. Die Queen hat die ganze Familie zusammengerufen, um dies zu besprechen. Die Spannungen sind hoch. Und nun geht es darum, die Spannungen abzubauen, doch um zu entwickeln, wie dies umgesetzt werden kann. Das wird Zeit erfordern, doch angeblich soll es nur Tage in Anspruch nehmen. Jetzt wollen wir mal hören, was in Deutschland so die Meinungen der Leute sind. Ja, genau. Heute startet nämlich in Berlin die Fashion Week. Und das ist natürlich der perfekte Anlass, um einmal bei den Promis nachzuhorchen, was sie von dem royalen Rückzug denken und auf wessen Seite sie stehen, Team Meghan oder Team Buckingham Palace. Unsere Kollegin Sina Kedenburg war heute in Berlin im Borchardt, wo von Place to Be der Private Place stattgefunden hat. Und da hat sie so einige interessante Dinge erfahren. Ich bin Team Glück. Und wenn die beiden glücklicher sind, das mit der Entscheidung, die sie jetzt treffen, dann bin ich dafür. Ich kann mich nicht auf eine vorbestimmte Geschichte einlassen. Jeder Mensch hat das Recht, glücklich zu sein. Ich bin definitiv Team Meghan. Ich finde es grandios, was der Harry macht. Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn noch viel, viel krasser ist und schwieriger ist, so einen Schritt so durchzuziehen. Und dass das macht für seine Family, ey, Respekt, Chapeau, finde ich mega. Ich meine, davon träumt man doch, oder? Dass wenn man mit einem Menschen den Bund fürs Leben eingeht, dass der hinter dir steht, dass der sogar seine Familie sozusagen oder auch seine Heimat für dich aufgibt, weil er sagt, du bist meine Familie und dieses Kind ist meine Familie und wenn es dir nicht gut geht, dann gehen wir dahin, wo es dir gut geht. Und das ist doch Liebe. Ich kann es zumindest verstehen, dass das bestimmt auch stressig ist. Ich habe neulich ein Foto von Meghan Markle, sollte ich für eine Zeitschrift den Look bewerten. Auch sehr interessant fand, dass ich danach befragt wurde. Und da habe ich gedacht nur, Mensch, eigentlich so eine schöne Frau, aber relativ bieder, so wie sie sich da immer anziehen muss. Und da hat sie bestimmt auch keinen Bock drauf. Vielleicht hat sie das aus modischen Gründen einfach entschieden und dann ihren Harry überredet und so. Und deswegen ziehen sie sich jetzt zurück. Also nicht, dass ich wirklich so Insights in diese ganze Royal-Geschichte hätte, aber von dem, wie es aussieht, finde ich, wird sie als junge Mama echt ganz schön hart von der Presse da beurteilt. Und ich kann verstehen, dass man das nicht unbedingt braucht. Ich bin Team Meghan. Irgendwie kann ich das verstehen. Und ich meine, wenn man so eine Ehe eingeht, dann weiß man natürlich nicht, was auf einen zukommt. Da kann ja noch irgendjemand irgendwas anderes sagen, du musst aufpassen und es wird alles zu viel. Man muss das immer selber ausprobieren. Und es wurde vielleicht alles zu viel und sie fühlen sich unwohl. Und dann muss man am Ende dann doch seinen Weg gehen, den man für richtig hält. Und das ist dann ganz egal, was die anderen sagen. Und ich finde, Familie müsste eigentlich immer hinter einem stehen. Deswegen bin ich Team Meghan und Harry. Und natürlich interessiert uns auch die Meinung von Ihnen, von den Bildlesern und von den Bildzuschauern. Wir haben heute schon den ganzen Tag dazu aufgerufen, dass Sie uns Ihre Meinung schicken. Auch jetzt geht das natürlich noch. Wir wollen uns jetzt aber schon mal die ersten Einsendungen angucken, um auch da zu sehen, wer auf welcher Seite dieses Dramas steht. Ich bin Team Queen, weil die Meghan wusste ganz genau, auf was sie sich einlässt. Sie hat ja schon in der Kennenlernzeit und in der Verlobungszeit hat sie ganz genau gemerkt, wie ihr Leben aussehen wird, die Presse und so weiter. Natürlich zum Team Queen, denn ich bin der Meinung, dass die beiden ein bisschen was tun können für den Tourismus in England. Den Engländern geht es im Augenblick eh schlecht.
Und die Royal Family ist so in etwa so ein ziemlicher Touristenmagnet. Ich bin für die Queen, Team Queen, weil die Queen in jedem Fingerlein aber mehr Glamour hat als so eine Megan und ein Arbeitswille, da stellt sie aber Harry und Megilein aber ganz schön in die Schatten. Und das in ihrem Alter. Da hilft kein Zipperlein und nix. Bei jeder Parade ist sie da. Die setzt sich für ihr Volk ein. Und auch live wollen wir jetzt mit Zuschauern sprechen. Als allererstes Iris Leberg, die auch eine ganz klare Meinung dazu hat, wer auf der richtigen Seite steht. Ja, genau. Also ich bin auch Team Queen, wie meine Vorgänger gerade gesagt haben, weil ich es persönlich sehr verwunderlich finde, dass Meghan erstmal ihre eigene Familie ghostet und dann die beiden Brüder, also William und Harry, mehr oder weniger auseinanderbringt und dann auch noch Harry gegen seine Familie aufstellt. Also ich persönlich fände das sehr schwierig, wenn mein Partner das von mir verlangt, dass ich mich gegen meine Familie und gegen meine Schwester oder gegen meinen Bruder entscheiden muss und das Land verlassen muss. Von daher finde ich, ist da sehr viel Manipulation am Gange zu ihrem eigenen persönlichen Nutzen und wenig Empathie und Rücksicht zu seiner Familie. Ist auf jeden Fall kein Megan-Fan, wie man hört. Dann wollen wir noch mal hören, was vielen Dank Nicht und mehr. was Lars Overath dazu sagt und ob er ein bisschen mehr Verständnis mit Megan hat. Ja, guten Abend zusammen. Also Verständnis mit Megan. Ich werde grundsätzlich kritisch, wenn eine Schauspielerin sagt, dass sie dem medialen Druck nicht gewachsen ist. Das ist komisch. Und ich bin also eindeutig für Team Queen, denn ich glaube, das weiß ich, wenn ich Harry heiratet, dass ich mich darauf einlassen muss. Das ist eine jahrhundertalte Tradition, die wird durch die Schauspielerin nicht gebrochen. Entweder bin ich royal mit allem Wenn und Aber oder ich bin eben nicht royal ohne Titel und ohne den Status und ein bisschen royal nur aus Marketingzwecken. Ich glaube, das geht nicht. Das klappt nicht. Das hat in der Geschichte nicht funktioniert. Ich bin eindeutig Team Queen. Super, vielen Dank auch an dich, Lars. Und ja, ich würde sagen, es ist sehr eindeutig, die Promis sind alle Team Liebe, Team Glück, Team Harry und Meghan, unsere Zuschauer ganz eindeutig nicht. Und Alexander, du hast gerade schon währenddessen gesagt, dass du da auf jeden Fall was zu sagen hast, wie unsere Zuschauer die Situation einschätzen. Was sagst du jetzt dazu? Ich finde es wirklich verblüffend, wie klar und weise Bildleser und Bildzuschauer die Lage beurteilen und wie abgehoben und bescheuert die Kommentare der Kaffeehaus Society sind. Wir haben es dort mit einer absolut selbstzentrierten, egoistischen Gesellschaft zu tun, die noch nie das normale Leben gespürt hat, sondern in ihren Parkettbodenwohnungen im Prenzlauer Berg leben und für die nur ich und ihr eigenes Ego zählt. Ich bin vollkommen auf der Seite der Bildzuschauer und Bildleser, weil die ein viel klareres Bild von der Lage haben. Nochmal zurück zu dem, was eigentlich sozusagen die Kernforderung von Harry und Meghan ist. Sie sagen, sie wollen eine neue, progressive Lesart ihres royalen Status. Was sie damit meinen, ist, dass sie alle Privilegien ihres royalen Status behalten wollen, aber all das Mühsame loswerden wollen. Sie sagen, sie wollen nach Amerika ziehen, sie haben überhaupt kein Problem damit, sich ständig einladen zu lassen auf irgendwelche Privatjets und auf irgendwelche Hollywood-Partys, sehen sich aber selber als progressiv und modern. Ich sage euch, was wirklich progressiv und modern wäre. Progressiv und modern wäre, wenn die beiden sagen würden, uns ist der ganze Zirkus zu viel, wir ziehen jetzt in irgendein Reihenhaus in Swindon, irgendwo in Nordengland. Unser Archie spielt vorne im Vorgarten und geht auf eine ganz normale Schule. Und wir gehen Harry geht einer normalen Arbeit nach und nimmt die öffentlichen Verkehrsmittel. Das wollen sie natürlich nicht. Die wollen weiter mit George Clooneys Privatjet rumfliegen. Die wollen weiter auf Hollywood-Partys eingeladen sein. Und dieses wir wollen aber gleichzeitig Teil der Königsfamilie sein, bedeutet nichts anderes, als ihre Privilegien, die sie haben, weiter auszunutzen. Sie wollen ihren Namen zum Markte tragen. Ich finde es absolut skandalös und ich bin einfach nur beruhigt zu sehen, wie klar
die Bildzuschauer die Lage beurteilen und entsetzt darüber, wie die Kaffeehaus-Society das beurteilt. Sehr eindeutig. Ja, sehr eindeutig. Alexander, lass uns noch einmal über William und Harry sprechen, weil die beiden einfach jahrelang ein besonderes, enges Verhältnis hatten. Jeder erinnert sich an die Bilder, wie sie beide hinter dem Sarg von Lady Diana hergehen. Nun gab es in den ganzen letzten Monaten immer wieder Gerüchte darüber, dass die beiden sich auf unterschiedlichen Wegen befinden. Harry hat es selber auch mal so gesagt. Die Gerüchteküche brodelte in den letzten Tagen. Es hieß, William habe die beiden rausgemobbt. Heute gab es nun ein Statement mit einem Dementi. Wie ist das Verhältnis zwischen den beiden nun wirklich? Wie belastet ist es? Also, es liegt in der Natur der Sache, dass William eine andere Rolle spielt als Harry. Und ich glaube, dass ein Teil des Problems ist, dass Meghan derart egozentrisch und auf ihren Star-Status pocht, dass sie das nicht wirklich schlucken kann, dass Harry nur der kleinere Bruder ist und die eine Monarchie letztlich darauf ausgerichtet ist, es geht um den König, es geht um den Thronfolger und dann vielleicht noch in diesem Fall den nächsten Thronfolger. Wir haben es hier mit drei Generationen zu tun. Es gab dieses berühmte Foto vor, ich weiß nicht, zwei Wochen, wo wir die Queen mit Charles, William und dem kleinen George sah. Das ist sozusagen der Kern der Familie. Und angeblich war Harry irgendwie darüber verschnupft, dass er da keine Rolle mehr spielt. Aber das ist nun mal der Lauf der Dinge, dass sich eine wirklich moderne Monarchie wirklich konzentrieren muss auf das Kernpersonal. Denn sonst wächst so eine Familie unendlich und du hast plötzlich Dutzende Leute, die plötzlich mit Krönchen rumlaufen. Das ist nun mal nicht so. Du wirst von Princess Anne, der Schwester von Prinz Charles, hörst du auch nicht viel. Wann habt ihr das letzte Mal Prinz Edward im Fernsehen oder in der Presse gesehen? Die führen ein ziemlich bescheidenes Leben, weil sie wissen, die Show geht nicht um mich. Es geht um das Kernpersonal. Und wir dürfen bei privaten Familienereignissen sind wir natürlich selbstverständlich dabei, aber öffentlich spielen wir eine zweite Geige. Harry ist, was man gleichzeitig sagen muss, natürlich das, was man ein Asset nennt. Also er ist Kapital für die PR-Berater des Königshauses. Denn er ist in England sehr berühmt. Er hat dieses Lausbubenhafte. Und er hat natürlich auch durch die Hochzeit mit Meghan so einen Hauch Modernität in die Familie gebracht. Hollywood-Glamour. Ja, Hollywood-Glamour und auch die Tatsache, dass sie nicht von eine englische Rose ist wie Kate, sondern aus einem vollkommen anderen sozialen Kontext kommt, ist natürlich erstmal sozusagen attraktiv, weil es kann natürlich der Königsfamilie zeigen, es demonstriert nach außen, schau mal, wir sind modern und auch ein schwarzes Mädchen kann jetzt davon träumen, irgendwann mal Prinzessin zu werden. Das ist schon nicht ohne sozusagen. Aber ich glaube, dass Harry, eingeflüstert von Meghan, sich nicht ganz damit abfinden kann, dass die Show woanders spielt. Dass sie eben nachrangige Rollen sind. Die wollen die erste Geige spielen. Und wenn die nach Hollywood kommen, dann spielen sie die erste Geige. Und genau dort wollen sie jetzt hin. Erstmal muss ich mich entschuldigen, dass ich letzte Woche Team Meghan auch nur im Ansatz gesagt habe, als wir das erste Mal eine Sendung dazu gemacht haben. Das hast du klar jetzt widerlegt. Ich glaube, entscheidend ist, du hast mich vor ein paar Tagen gefragt, ob man Mitleid mit ihr haben muss. Selbstverständlich muss man Mitleid mit ihr haben. Das ist offenbar, ist Meghan ein schwer traumatisiertes Mädchen, das in einem kriminellen Viertel in Los Angeles aufgewachsen ist, zu einem gebrochenen Elternhaus. Die hat wahrscheinlich sehr viel auch Zurückweisung erfahren in ihrem Leben. Ich bin überzeugt, dass Meghan es wirklich nicht einfach hatte in ihrer Jugend. Aber ich glaube gleichzeitig, dass sie eine unfassbar selbstzentrierte, egoistische Person ist, die vollkommen exemplarisch ist für diese Ich-Generation. Ein kleines Beispiel. Sie fährt nach Südafrika, besucht dort Slums, besucht Leute, denen es richtig dreckig geht. Sie besucht Leute, die froh sind, wenn sie fließend Wasser haben. Die froh sind, wenn sie ihre Kinder zur Schule schicken können. Und dort gibt sie ein Interview ihrem Buddy, ihrem Freund Tom Bradby, glaube ich, heißt er, und erzählt nur, wie es in ihrer Seele ausschaut und wie schlimm es ist, dass Leute sich nicht nach ihrem Befinden beklagen. Sie
wenn sie dieses Interview meinetwegen in London gegeben hätte, aber in einen Slum zu reisen, wo es Leuten richtig schlecht geht und dann im Interview darüber zu reden, wie es in deiner Seele, dass du dich nicht genug gewertschätzt fühlst, zeigt, was für eine Ich-Mentalität sie verhaftet. Tatsächlich fand ich das damals auch befremdlich, aber was ich jetzt gerade vor allem interessant war, dass du sagst, sie würden gerne die erste Geige spielen, während sie jetzt die ganze Zeit gesagt haben, sie wollen sich zurückziehen, sie wollen nicht so im Rampenlicht stehen. Aber also wenn sie sich zurückziehen wollen, sollen sie in den Schwarzwald gehen oder in die Sächsische Schweiz oder nach Swindon oder irgendwo in England und wie gesagt in ein Reihenhaus ziehen und vollkommen von der Bildfläche verschwinden und Mr. und Mrs. Nobody sein. Das wollen sie ja nicht. Sie wollen ja wirklich weiter mit den Privatjets fliegen. Sie wollen ja weiter diesen Status haben. Offiziell Gutes tun natürlich. Wir haben jetzt gehört, bei Disney hat sie wahrscheinlich jetzt schon Arbeit geleistet als Synchronsprecherin und das Geld wird gespendet. Also wie sehr glaubst du, ist das dann aber auch nur eine Image-Sache oder geht es zumindest Harry vielleicht wirklich darum? Er hat ja viel von seiner Mutter, der das sehr wichtig war. Ich glaube, die beiden planen, oder zumindest Meghan plant, die große Ich-AG. Sie möchte nichts mit den Pflichten des Königshauses zu tun haben, aber alle positiven Seiten oder alle Glamour-Seiten möchte sie natürlich behalten. Wie gesagt, wenn sie konsequent und progressiv wären, sollen sie irgendwo nach Nordhessen ziehen oder nach Nordengland und von der Bildfläche verschwinden, ihre Kind auf eine normale Schule schicken und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das wollen sie eben nicht. Man darf sich davon doch nicht blenden lassen. Die wollen ihr weiteres Glamour-Leben führen und sie fühlen sich dort am wohlsten, wo sie am meisten Speichellecker um sich herum haben, diese Hollywood-Society, die ihnen einredet, oh, wie so eine Oprah Winfrey. Ihr braucht das Königshaus gar nicht. Hier werdet ihr richtig groß rauskommen. Ihr macht Filme, ihr produziert. Aber sie gehen ja nach Kanada und nicht nach L.A., wie jetzt die Bestätigung auch von der Queen kam. Ich habe gehört, ehrlich gesagt, dass das eine Zwischenlösung ist. Ich habe gehört, dass Meghan, die ja sehr politisch ist, sagt, ich gehe nach Amerika, ich möchte nach Hollywood, ist natürlich auch die Marktchance für so eine Ich-AG sehr viel größer als in Vancouver Island. Und sie hat angeblich durch ihre Freunde schon verlautbaren lassen, ich gehe aber erst nach Amerika, wenn Donald Trump nicht mehr Präsident ist. Da kommt übrigens noch eine weitere Komplikation dazu. Das Königshaus ist zu absoluter politischer Neutralität verpflichtet. Es geht nicht, dass du als Mitglied des Königshauses politische Statement raushaust. Du kannst den amerikanischen Präsidenten mögen oder nicht mögen. Du kannst den chinesischen Präsidenten mögen oder nicht mögen. Wenn du eingeladen bist zu einem Staatsbankett und dieser Staatsgast ist da, musst du schönartig erscheinen. Und sie hat sich zum Beispiel geweigert, den Donald Trump zu sehen und hat das auch noch durch ihre Leute publizieren lassen. Das ist in England, in Amerika nennt man so etwas Virtue Signaling. Du gibst damit an, was für eine moralisch überhebliche Person du bist. Für mich ist Meghan, um es auf den Punkt zu bringen, eines dieser typischen Exemplare der Hollywood Society, die glauben, uns alle belehren zu können, während sie vollkommen abgehoben in einer kompletten Nebenwelt leben und nie mit normalen Menschen zu tun haben und nur noch bis zum nächsten Kiosk um die Ecke mit dem Privatjet oder mit dem Chauffeur fahren wollen, aber sich gleichzeitig dazu erdreisten, normalen Menschen zu belehren, wie sie ihr Leben zu führen haben. Alexander, ich habe das jetzt richtig verstanden, dass du sagst, diese Gründe, die sie angeführt haben, sind eher vorgeschoben? Nein, sie sind nicht schlüssig. Mhm. Sie sind nicht schlüssig. Ihr erster Satz ihres legendären Statements von letzter Woche lautet, sie wollen eine progressive Rolle spielen. Was meinen Sie denn mit der progressiven Rolle? Sie wollen sich als moralische Instanz verstehen, die zum Beispiel uns darüber belehrt, wie wir uns fortbewegen, aber gleichzeitig haben sie kein Problem damit, sich mit Elton Johns Privatjet mal schnell für ein Wochenende nach Südfrankreich zu fliegen. Oder wie Meghan mal schnell für ein Babyshower, also eine Kindergeburtstags-, eine Kinderparty, wo ihr dann Geschenke, nach New York zu fliegen für zwei Tage, dort sich in das teuerste Hotel zu setzen, drei Suiten zu mieten und sich dort mit Geschenken schauern zu lassen. Damit hat sie aber kein Problem. Sie fliegt dann wieder zurück und stellt sich dann hin und sagt und belehrt uns, wie ökologisch wir doch sein sollen. Das ist so typisch für diese vollkommen abgehobene Hollywood-Society, ehrlich gesagt. Ich finde das echt abstoßend, ehrlich gesagt. Erhitzte Gemüter auf jeden Fall bei dem Thema. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen so bleiben. Die Queen sagt zwar in the coming days in ihrem Statement, aber
wie schnell sich das wirklich alles klären lässt. Wir haben gemerkt, es sind noch viele offene Fragen. Bleibt also noch offen. Wir bedanken uns für den Moment erstmal für eure Aufmerksamkeit. Und alle News wird es natürlich weiter bei Bild geben, alle Updates auch. Dankeschön.